Wie geht's euch, Leute? Mein Name lautet Danny. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ein neues Map Pack für Call of Duty Ghosts ist rausgekommen, worauf ich glaube einen Monat lang gewartet habe. Auf jeden Fall enthält es 3 Multiplayer-Karten. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich, aber ich glaube, es waren 3 oder 4, aber ich glaube, es sind wirklich 3. Eine neue Sniper-Waffe, und zwar kann ich euch die mal kurz zeigen. Das ist nämlich, ein Scharfschützengewehr. Die Maverick A2, eine übel geile Sniper. Also ich glaube, die wird viele neue Fans ergattern, denn was der Vorteil ist, werde ich euch in einem anderen Video erklären oder wenn ich die Waffe spielen werde. Auf jeden Fall hat die einen extrem geilen Vorteil gegenüber zum Beispiel der L115. Ich glaube, das wird auch die Sniper sogar ersetzen, meiner Meinung nach. Obwohl die hier mehr Schaden macht, hat die trotzdem einen übelsten Vorteil. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die wirklich besser ist als die L115. Nur ich habe sie bis jetzt einmal gespielt und die war wirklich krass. Also ich habe trotzdem relativ gut abgeschnitten, obwohl ich nicht so gut mit der Sniper bin, wie zum Beispiel mit einer normalen Waffe. Außerdem enthält dieses Map-Pack eine neue Extinction-Karte, worauf ich mich nach dem Remake von Modern Warfare 2 Scrap, nach dem Remake der Modern Warfare 2 Scrapyard-Karte, die solltet ihr alle kennen, falls ihr Modern Warfare 2 nicht gespielt habt. Das war eine Map aus Modern Warfare 2 und das war eine richtig geile Map, die habe ich wirklich extrem gerne gespielt und es weckt irgendwie Erinnerung und vielleicht haben wir Glück und vielleicht werden wir die Map auch spielen. Es gibt hier nur 3 neue Multiplayer-Maps. Das ist hier Ignition heißt die, aber es scheint so, als würden wir zuerst auf Bayviews spielen, eine ultra geile Map, also ich habe die jetzt zweimal gespielt, ich habe ja schon vorher ein bisschen angetestet, eine wirklich ultra geile Map, wieso die so geil ist, werden wir noch genauer sehen, auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, hat mich echt überzeugt, also bis jetzt hat es mich echt überzeugt, macht wirklich extrem viel Spaß, diese Karten zu spielen. Und lasst euch einfach überraschen. Ich werde die Karten alle antesten und zum Schluss werde ich dann eine Bewertung abgeben und dann sagen, lohnt es sich, dieses Map-Pack zu holen oder nicht? Und los geht's. Und zwar zum einen, hier, gibt's einen kleinen... Oh, shit, ja, ich spawn und sterbe sofort. Aber die Spawns sind hier noch nicht ganz fertig, bin ich der Meinung. Hier gibt's ein kleines Taxi. Lass mal auf, warte auf mich. Yeah, nein, warte auf mich. Nein, töte mich nicht. Yeah, oh, shit. Hat gut geklappt, na super. Oh, shit. Auf jeden Fall richtig geil, dieses Teil. Da könnt ihr einfach drauf gehen und dann, ja. Könnt ihr sogar drauf springen? Bam, in dein Gesicht. Halt deine Fresse. Ah, ein Deutscher. Wir haben wieder einen Deutschen in der Lobby. Bam. Okay, den haben wir auch. Ich liebe diesen Ort hier. Da kommen wieder welche. Bam, in euer Gesicht. Danny, platziere mich genau. Ja, halt deine Fresse, Seth. Komm, ich weiß ganz genau, wo ich dich platziere. Okay, Danny, ich liebe Danny, genau. Ich aber nicht deine, Scheiße. Oh, da ist einer drinne. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich da reinkomme. Oh Gott, ich kenne diese Map noch gar nicht so richtig. Oh shit, da ist einer. Nein, da ist einer. Oh, Teammate, hast du gut gemacht. Danke, ich liebe deinen Muskel. Oh. Ah, ey, alles wird mir hier geklaut. Was ist denn los hier? Teammate, schämt euch. Schämt euch einfach extrem. Okay, die spawnen auf jeden Fall da. Ich tendiere so oft auf die Karte zu gucken in Call of Duty. Das ist bei mir einfach schon so. Ist ultra wichtig. Den haben wir auch locker flockig aus der Hüfte bekommen. Oh shit, da ist einer links. Keine Ahnung, da kommt er. Oh, was? Oh, hatte ich ein Glück. Danke, Team, ich liebe deinen Muskel. Bam. Hund. Dann ich bin wieder da. Yay. Hundi. Yay. Wir haben unseren Hund, der uns jetzt beschützen wird. Bam. Den haben wir auch. Boah, es ist echt schwer, hier drauf zu spielen, muss ich sagen. Auf anderen Spielen fällt... Oh, nein. Ah, shit, Alter. Ich konnte jetzt gar nicht einschätzen, ob das eine Granate eines Teammates ist. Oder... Oh, ernsthaft. Ihr seht schon, dieser Deutsche in der Lobby, der hat auch keinen Bock mehr. Ja, diese Map ist schon wirklich schwer, weil die einfach so wieder so verzweigt ist. Etwas, was ich eigentlich gar nicht mag, aber ich muss sagen, vom Design her und sowas, ist die Map halt einfach richtig geil, ne? Das macht das, was auf der Map halt... Oh, shit, Alter. Vom Design... Oh, guck mal, ich will auch da drauf. Wie machst du das? Okay, ich will auch da drauf. Einen Moment. Warte auf mich. Lauf nicht weg. Oh, shit, Alter. Ich weiß, wie man drauf kommt. Lass es mich euch zeigen. Ich werde jetzt beim ersten Spiel nicht so auf KD gehen. Und zwar, ihr geht hier drauf. Wir haben übrigens bester Camper-Spot ever. Definitiv. Und glaubt mir, wenn ich das sage, dann heißt das schon was. Oh, shit. Oh, Mann. Ich werde die ganze Zeit weggeholt. Okay, ich glaube, ich will unbedingt nochmal drauf. Ich will nämlich auf dieses Teil nochmal drauf gehen. Und so tun, als wäre ich im Heidepark. Was denn? Diese Map sieht doch übel aus wie ein Heidepark. Oh, da ist wieder einer. Was machst du denn da, kleiner Camper? Der wollte sich hier in die Ecke setzen. Und dann so Leute wegholen. Danny, platziere mich genau hier. Halt deine Fresse, Seth. Komm, ich weiß ganz genau, wo ich dich platziere. Und das brauchst du mir nicht immer wieder sagen. Okay, Danny, ich liebe deine Muskel. Ich aber deine nicht. Okay, ich glaube...
Hier spawnen die nicht. Also mit den Spawns. Ich will es unbedingt euch mal zeigen und auf dieses Teil springen, aber ich hoffe, ich werde nicht wieder weggeholt. Obwohl doch eigentlich schon, wenn da Leute schon campen. Lass mich dann eine Granate mal hinwerfen. Schaffe ich das hier drauf, ohne zu sterben? Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Ernsthaft, Danny. Geh doch drauf, geh doch drauf, geh doch drauf. Okay. Den können wir killen. Komm schon. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Oh, shit. Da ist einer, da ist auch einer. Ich will aber dieses Fenster da nicht aus dem Auge lassen. Ah, hier gibt es so viele. Sie, ihr seht ja, so von hier oben seht ihr so viele. Das ist ohne Witz. Da ist einer, da ist einer. Alter, Mann. Zeigt euch doch. Okay, den erst. Ich will unbedingt hier drauf springen. Das werdet ihr gleich sehen, wieso ich hier bin. Ich muss nur auf mein Spielzeug warten. Wo ist es denn? Ach, da ist es, da ist es. Pass auf. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Seid ihr bereit? Okay, macht euch bereit. Halt alles steif. Yeah, jetzt bin ich hier drauf. Richtig geil. Oh, Teammate, erschreck mich nicht. Sorry, nicht mit der Muskel. Okay, jetzt können wir hier warten. Wisst ihr, was können wir uns eigentlich hier da hinlegen? Ja, können wir. Yeah. Okay. Das ist kein, kein Review zum Map-Pack. Das ist wie ein Tutorial, wie man campt. Okay. Egal. Oh, wir müssen das Spiel wenigstens gewinnen. Komm schon, Teammates. Oh, hier ist noch ein Hund. Hallo, Danny. Hallo. Diesmal gehorchst du jemand anderen, oder? Natürlich gehorche ich bei jemand anderen. Ich kann ja nicht mal dir gehorchen. Kannst du schon. Auf jeden Fall. Der Deutsche regt sich so auf. Oh. Die campen anscheinend ziemlich gerne. Aber nicht mit mir. Ich will hier... Was passiert eigentlich, wenn ich mich... Egal, ich versuche es. Ich will mich gar nicht überfahren lassen, um ehrlich zu sein. Ich liebe diesen Spot einfach. Komm, lauf! Komm, lauf! Komm, lauf! Yay! Schild, Digga. Alter, wie steht der hier drauf? Ach so, okay. Bestes... Ah, okay. Oh, nein! Also, man wird hier schon leicht weggeholt, aber das macht einfach ultra Spaß, mit diesem Teil zu fahren. Keine Panik auf der Titanic, Danny. Alles wird gut. Ja, der campt da oben. Oh, shit. Von wo werde ich weggeholt? Ich glaube, von hier. Nein! Alter, hat der Typ Reaktionszeiten? Das sind Reaktionszeiten über einen Pro. Da links kommt einer. Oh shit, oh, da sind gleich zwei Gegner. Nein, Kill geklaut und den anderen Kill nicht bekommen. Alter Schwede, hab ich ein Pech. Ernsthaft? Ah, ernsthaft? Ich sehe zwei Leute, beide werden mir geklaut und als Dank dafür sterbe ich sogar noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber keine Panik. Oh, ernsthaft? Du kleiner Camper! Was macht der da oben? Ich habe ihm das, glaube ich, zu viel gezeigt. Er hat das Video wahrscheinlich jetzt gesehen. Vor dem Upload. Ich wusste, er ist ein Magier. Er ist definitiv ein Magier. Lass mein Teammate in Ruhe. Komm schon, Leute. Wir können das noch gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob die mich hören. Reaktionszeiten. Danny Burnage Reaktionszeiten. So. Übrigens, ich will jetzt auch wieder mehr auf meinem Hauptkanal hochladen. Also so jeden Tag ein Video. Mindestens. Mindestens. Denn, ja. Weiß nicht, es gibt eigentlich gar keine Ausreden für mich, ist einfach so. Oh shit, oh Mann, Alter. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf gutes Gameplay auch hier drauf freuen. Ich kann halt nur mal nicht so gut abschneiden, wenn ich die Map nicht so gut kenne und die Spawns und sowas. Ernsthaft. Wenn er mich jetzt killt. Ich wusste aber, dass er hier jetzt... Lass mal seine Waffe aufheben. Die Waffe habe ich auch noch nicht so oft gespielt. Das ist, ich glaube, diese Kombination aus Sniper und, Alter, geil. Platz mich hier, Alter, deine Fresse. Ich platziere dich da, wo ich will. Okay, dann ich die Bitte. In die Eier. Okay, ich glaube, die kommen jetzt hier alle lang. Hm, wo kann ich denn lang? Da kommt einer. Da kommen ein paar Leute. Da kommen gleich ein paar Leute, bin ich mir sicher. Da campt einer, da campt einer. Wo ist er? Er campt auf dem Dach, er campt auf dem Dach. Er campt auf dem Dach. Oder nee, auch doch nicht, doch nicht. Ich glaube, er ist tot oder so, keine Ahnung. Oh, shit. Oh, nein, 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 nein. Oh, hab ich noch bekommen. Alter Schwede, haben wir gewonnen? Ja! Wir haben gewonnen! Alter, geil! Was für ein Score habe ich? Ja, 23-14. War ganz gut. Vor allem schaut euch mal, wie klappt das gewesen ist. Alter Schwede. Der hätte mich eigentlich locker bekommen können. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hat euch gefallen und wollt ihr mehr von den neuen Maps sehen? Klickt den Daumen nach oben Button. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder etwas zu verpassen. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss.
schon so oft gesagt. Lass es ein. Teddy. Okay, ich habe das vielleicht nicht so ganz gemeint, okay? Ich meine das einfach nur so, dass ich immer in diesem Bett schlafe und du immer hier reinkommen musst. Immer machst du das. Teddy, das war nicht so. Teddy, das war...